Der Kaiser ist als universaler Herrscher den einzelnen Königen gegenüber weisungsbefugt. Diese gängige Ansicht greift zu kurz und verkennt einige wichtige historische Wurzeln und Unterschiede zwischen diesen beiden Stufen der Herrschaft. Zunächst zum Königtum. Die Wurzeln des europäischen Königsbegriffes liegen etymologisch in germanischer Zeit. So vermutet die Forschung, dass sich aus dem westgermanischen Wort Kunis, das eine Person von hohem Geschlecht beschreibt, das althochdeutsche Kuning und schließlich das mittelhochdeutsche Kunig entwickelte. Während in der Antike noch demokratische bzw. republikanische Regierungsformen existierten, etablierte sich im frühen Mittelalter die Monarchie als die dominierende Form von Herrschaft und hielt sich so bis weit in die frühe Neuzeit hinein. So kam es im Zuge der Völkerwanderung zu germanischen Reichsgründungen wie die der Franken, Langobarden, Vandalen, West- und Ostgoten und somit zu einer Intensivierung monarchischer Herrschaft. Die Anfänge liegen im sogenannten germanischen Heerkönigtum. Aus diesen Kleinkönigen, deren Autorität zunächst auf militärischen Leistungen beruhte, bildete sich in der Folge jeweils das bestimmende Königsgeschlecht heraus, Dynastien entstanden. Die langlebigste Reichsgründung erreichten die Könige der Franken, deren Kerngebiet über die fränkischen Merowinger und Karolinger hinaus auch für die folgenden Jahrhunderte am bedeutungsvollsten blieb. Dem Idealbild des monarchischen Herrschers entsprach demnach der König, der nach dem Kaiser höchste Würdenträger dieser eigenständigen Reiche. Er war zugleich der oberste Lenker des Reiches, höchster Richter und Gesetzgeber. Das Herrschaftszentrum war der stets umherziehende Königshof. Eine feste Reichshauptstadt gab es nicht. Der Königshof befand sich stets dort, wo sich gerade der König aufhielt. In den Königspfalzen oder an den Bischofssitzen traten die weltlichen und geistlichen Großen des Reiches mit dem König regelmäßig zu Hof- oder Reichstagen zusammen. Entgegen landläufiger Meinung konnten sie dabei durchaus Einfluss auf den Herrscher nehmen. Formal waren sie bei den regelmäßig stattfindenden Königswahlen sogar stimmberechtigt. Diese hatten jedoch meist nur legitimierenden Charakter, weil das dynastische Prinzip bis ins 13. Jahrhundert hinein dominierte. Während die Königswahl in enger Verbindung zu den Fürsten des Reiches stand, war für die Erlangung der Kaiserwürde eine andere Institution konstitutiv, das Papsttum in Rom. Der Grund hierfür sind die unterschiedlichen Traditionen, aus denen Kaisertum und Königtum entstanden. Während das Königtum germanischen Ursprungs war, war das mittelalterliche Kaisertum ein bewusster Rückgriff auf das spätantike Imperium Romanum. Der Begriff selbst geht auf den lateinischen Namen Gaius Julius Caesar zurück, der unter Augustus Tetrarchie zum beständigen Teil des kaiserlichen Titels wurde. Caesar wandelte sich bald vom Personennamen zum Kaisertitel, drang auch in die Volkssprache ein und etablierte sich vom althochdeutschen Kaiser über das mittelhochdeutsche Kaiser im deutschen Sprachgebrauch. Nachdem das weströmische Kaiserreich im Jahr 476 zusammengebrochen war, wurde es im Jahr 800 von Karl dem Großen wiederhergestellt. Im 10. und 11. Jahrhundert verfestigte sich die Theorie der sogenannten Translatio Imperii. Nach dieser Vorstellung ging das römische Weltreich und damit das Kaisertum mit der Kaiserkrönung Karls auf den fränkischen Westen über. Dass es im Osten, in Byzanz, ungebrochen bis 1453 fortbestand, wurde vernachlässigt. Dem Anspruch auf
Universalität und die Einordnung in die christliche Heilsgeschichte tat dies keinerlei Abbruch. Beide Aspekte etablierten sich als feste Bestandteile des abendländischen Kaisertums. Insbesondere nach früh- und hochmittelalterlichen Vorstellungen wurde die gesamte Christenheit von zwei Schwertern geleitet und beschützt. Für das weltliche Schwert war der Kaiser zuständig, ihm oblag das Recht und die Pflicht zum militärischen Schutz der Christenheit und zur inneren Friedenswahrung. Dem Papst stand dagegen das geistliche Schwert zu, also die geistlich-moralische Lenkung der Christenheit. Während das Papsttum militärisch vom Schutz des Kaisers abhängig war, hing umgekehrt die Verleihung des Kaisertitels an der geistlichen Prüfungsgewalt des gegenwärtigen Papstes. Nur durch ihn konnte Krönung und Salbung zum Kaiser erfolgen. Ihm musste mit dem obligatorischen Romzug des Königs im Vorfeld die Ehre erwiesen werden. Hierin liegt auch der Grund dafür, dass nicht jeder mittelalterliche König zwingend auch die Kaiserwürde erlangte. Im Gegensatz zum byzantinischen Kaiserreich gab es immer wieder Zeiträume, in denen im Westen der Kaiserthron vakant war. Es herrschte demnach eine Wechselbeziehung zwischen Papsttum und Kaisertum, die sich über die Jahrhunderte keineswegs kontinuierlich entwickelte. Stets ging es um die Ausweitung und Konsolidierung der jeweiligen Einflusssphären. Mit Kirchenreform und Investiturstreit im 11. Jahrhundert trat etwa die bisherige Gleichrangigkeit der beiden höchsten Gewalten in den Hintergrund. Das Papsttum betonte mit Verweis auf die von Christus direkt eingesetzte Petrusnachfolge seine Überordnung über das Kaisertum. Und auch der Kirchenstaat, der weltliche Einflussbereich des Papstes in Mittelitalien, wurde stets ausgebaut. Erst im Zuge des 14. Jahrhunderts kam es zu einer endgültigen Verschmelzung der Königs- und der Kaiserwürde. Die goldene Bulle Karls IV. Legte fest, dass jeder gewählte römisch-deutsche König automatisch der künftige Kaiser sein werde. Damit war die Vergabe der Kaiserwürde vom Papsttum abgelöst, das sich in dieser Zeit ohnehin in einer tiefen Krise befand. Der letzte Romzug eines deutschen Königs fand 1452 statt. Die Reichskrone wurde automatisch zur Kaiserkrone. Auch das spätmittelalterliche Wahlkönigtum fand schließlich ein Ende und wurde wieder dynastisch eng an das Haus Habsburg gebunden. Bis zum Ende des Alten Reiches waren mit nur einer einzigen Ausnahme die Habsburger zugleich römisch-deutscher König und Kaiser. Das mittelalterliche Kaiserreich endete mit dem Rücktritt Franz II. Im Jahr 1806. Doch die Idee lebte fort. Im weiteren 19. Jahrhundert diente das mittelalterliche Kaisertum als Projektionsfläche einer nationalen Identität, an die man mit der Reichsgründung 1871 wieder anzuknüpfen hoffte.